Hallo, hallo, ich bin's mal wieder, euer Kadrian. Und jetzt kommt das Making-of zu meinem Mock, was ich hochgeladen habe, nämlich das ist die 501. Clone Army. Ich werde mir Mühe geben, dass das irgendwie flüssig rüberkommt. Das Ganze wird nur One-Taker sein. Ich hoffe, dass das so klappen wird, wie ich mir das vorstelle. Ich bin einfach ein Fan von Making-ofs. Ich schaue sehr gerne, was sich Leute für Gedanken gemacht haben. Und deswegen möchte ich das auch weitergeben, weil ich mir auch bei diesem Mock einige Gedanken gemacht habe und bei diesem Projekt. Und deswegen möchte ich gerne ein Making-of machen. Deswegen zeige ich euch das auch sehr gerne. Und ich werde das unterteilen einmal in die Geschichte. Also warum ist das überhaupt hier entstanden? Was war der Plan dahinter? Danach kommen wir zum Mock. Ich möchte das Mock kurz in, oder was heißt kurz, möchte die Details einfach von dem Mock zeigen und erklären, was ich mir dabei gedacht habe. Und als letztes kommen wir zu der Production bzw. Post-Production, wo ich euch dann erklären werde, was für Gedanken ich mir gemacht habe bei der Produktion, sag ich mal, am PC bzw. wo ich das Ganze schon gefilmt habe. Fangen wir an mit der Geschichte. Ähnlich im Prinzip wie beim letzten Jahr habe ich gesagt, ich möchte gerne als Jahresabschluss, dadurch, dass ich leider nicht zu sehr viel gekommen bin bei meinen eigenen Brickfilm-Projekten, möchte ich gerne zumindest einen Mock bauen und das so cineastisch filmen. Leider habe ich das auch nicht geschafft, denn wie ihr das vielleicht auch seht, kommt das erst heute hoch. Heute ist der 2. Januar, wird das erst hochgeladen bzw. kommt das als Premiere. Deswegen leider ist mir das auch nicht gelungen. Aber zumindest hatte ich Spaß und konnte das dann machen bzw. es war der ursprüngliche Plan, dass ich das so durchziehe. Einfach weil ich dann einen schönen Jahresabschluss habe und nochmal ein Mock zumindest bauen kann und so auch wieder ein bisschen in Übung komme, beziehungsweise auch neue Sachen erlernen kann, die mir dann halt auch später hoffentlich weiterhelfen, wenn ich wieder an meinen Projekten arbeiten kann. Ich habe euch auch schon bei meinem Review zu dem Set gesagt, das werde ich euch nochmal hier oben rechts verlinken, beziehungsweise alle anderen Sachen werde ich euch auch verlinken, worüber ich spreche. Da habe ich euch auch in dem Review gesagt, dass das ein wirklich tolles Set ist und es im Prinzip zwei Gründe gibt, warum ich das hier gerne machen möchte. Erstens, es ist das, worauf viele seit Jahren gewartet haben, dass es ein Set gibt, wo halt im Prinzip man sich eine richtige Armee aufbauen kann. Also nicht ein Battle Pack, wo zwei Klone und zwei Jedi drin sind, sondern wirklich, wo ein Aufbau von einer Armee wirklich schnell möglich ist und in diesem Fall sogar Droiden mit drin sind. Und der zweite Grund, wie ich es auch euch in dem Set gesagt habe, ich finde das wirklich alles in allem ein sehr gelungenes Set, wo es wirklich nur Kleinigkeiten gibt, die nicht stimmen und alles andere ist wirklich sehr gut gemacht in diesem Set und deswegen, wenn es ein Set verdient hat, dann ist es auf jeden Fall das und deswegen war das für mich die Entscheidung, dass ich gesagt habe, davon möchte ich gerne eine Armee bauen. Ich kann mir davon eine Armee bauen. Über 6 Jahre ist es her, dass ich mein letztes Clone Army Video hochgeladen habe. Und deswegen möchte ich gerne sowas wieder machen. Und jetzt ist im Prinzip die beste Gelegenheit, um sowas zu machen. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, dass ich die 501. Armee im Prinzip als Cinematic-Video hochladen möchte. Kommen wir jetzt zu der Kulisse, kommen wir jetzt zu dem Mock. Von Anfang an möchte ich sagen, dass ich das geplant habe. Da kommen wir auch noch später zu, dass ich das geplant habe als 21 zu 9 Video. Deswegen habe ich diese Kulisse eher, sage ich mal, in die Breite gebaut und weniger ja in die Höhe bzw. in die Tiefe, sondern wirklich mit dem Hauptaugenmerk darauf, dass die Kulisse relativ breit sein wird, weil, wie gesagt, oben und unten wird was weggeschnitten beim Erstellen von 21 zu 9. Und ich habe gesagt, dass ich die halt möglichst groß für meine Verhältnisse machen möchte. Und deswegen habe ich mich für zwei Platten entschieden. Das sind die normalen Platten, 32 mal 32 Noppen ist das, glaube ich. Und direkt als ich angefangen habe, hatte ich direkt einen Schlag ins Gesicht bekommen. Ich wollte nämlich diese ganze Fläche, die man hier sieht, die wollte ich eigentlich mit diesen 2x2er machen, diese Fliesen, 2x2er Fliesen. Und im ersten Moment bin ich schon direkt, sage ich mal, ohne das zu überschlagen, ist mir schon klar geworden, dass ich definitiv zu wenig Fliesen haben werde für diese ganze Fläche, sage ich jetzt mal, abzüglich dieser Dark Bluish Gray Teile, hätte ich von diesen Light Bluish Gray Fliesen um die 400 Stück gebraucht, wenn ich das richtig geschätzt habe. Und ich hatte, glaube ich, nur 100 zu Hause, deswegen das wäre schon mal gar nicht gegangen. Und meine Stores, die ich in der Nähe habe, die halt irgendwie Lego verkaufen, die sind entweder in der Pause gewesen, beziehungsweise die haben keine Lego-Einzelsteine angeboten. Deswegen ist das direkt ins Wasser gefallen und ich musste, ähnlich wie ich es damals bei meinem TIE Fighter Hangar gemacht habe, musste ich halt eben sagen, dass ich das ja leider so bauen muss mit diesen Noppen. Ich wollte, dass es gerne realistischer aussieht ohne Noppen. Wir haben ja auch im echten Leben auch keine Noppen unter unseren Füßen, aber in dem Fall musste ich es leider so machen. Deswegen hat das Ganze so ein bisschen mehr so ein Brickfilm-Style, aber es ist halt leider so, ich kann es leider nicht
nicht ändern. Gerne werde ich irgendwann in Zukunft mir mehr Fliesen kaufen, damit ich das dann auch machen kann. Aber wie gesagt, das war jetzt eine Sondersituation und ich konnte es in keiner Form, sage ich mal, bewerkstelligen, dass ich da jetzt noch Fliesen rechtzeitig bekomme. Ansonsten habe ich mir gedacht, dass ich mich hier wieder auf diese klassischen Hangar-Farben fokussieren möchte. Ich möchte dieses Dunkelgrau und ich möchte dieses Hellgraue als Kontrast haben. Und deswegen, das ist auch im Überfluss hier, sage ich mal, vorhanden. Und ich muss sagen, dass ich auch hier, sage ich mal, versucht habe, Muster oder irgendwie Elemente mit einzubringen, die halt irgendwie entweder auch direkt sichtlich oder vielleicht auch versteckt irgendeine Bedeutung haben. Direkt als erstes kann ich hier zum Beispiel sagen, dieses Muster, was wir hier auf dem Boden haben, wenn wir jetzt hier von oben drauf gucken, dann sehen wir, dass ich dieses Muster, sage ich mal, versucht habe, nach vorne schließend zu machen. Also wir sehen, das ist hier breit und geht dann hier spitz zu. Ist ja auch in dem Sinne gerechtfertigt, da wir hinten, sage ich mal, viele Klone haben und hier immer weniger Personen nach vorne zugehen. Und jeweils zwei von diesen grauen Flächen für die Speeder. Und jetzt, sage ich mal, von oben, ich konnte leider diese Szene nicht von oben filmen, da das einfach nicht geklappt hat von der Beleuchtung her, aber dazu kommen wir später. Wenn wir das jetzt als Symbol versuchen zu sehen, könnte man meinen, dass das zum Beispiel, sage ich mal, der Rumpf von einem Vogel ist und das könnte hier vorne, sage ich mal, die Form, ja, vom Kopf sein, beziehungsweise vom Hals und das könnten die Flügel sein. Und genau das ist es, was ich auch richtig cool finde. Sowas kann einfach nachträglich entstehen und im Vornherein war es geplant, dieses Muster zu machen, aber dass es von oben wie ein Vogel aussieht, war zum Beispiel nicht geplant, beziehungsweise vielleicht sieht da ja auch irgendjemand irgendein anderes Muster drin, aber so ist es halt. Und in diesem Fall musste ich mich halt leider für diese Barkspeeder entscheiden, beziehungsweise leider ist halt auch das falsche Wort. Also ich finde die wirklich super vom Design. Dieses längliche Design, das feiere ich wirklich total, denn die wirken halt einfach elegant, dieses längliche Design und mit diesen dünnen, sage ich mal, Körper wirken die halt wirklich wie ein Pfeil und die sind halt auch in der Serie beziehungsweise im Film pfeilschnell und deswegen, das passt halt einfach. Ich glaube, da muss ich nicht mehr viel zu sagen. Ich glaube, da gibt es auch einige Leute, die da meine Meinung teilen. Also ich finde, die sind wirklich super designt und auch in diesem Fall hat das einen praktischen Fall, dass ich nicht die Walker hier drin habe. Wie gesagt, dieses Mock musste halt in die Länge gebaut werden und die Walker wären einfach zu hoch. Da hätte ich einfach noch mehr Steine gebraucht. Es hätte nicht funktioniert. Und deswegen sind halt, sage ich mal, nur diese Speeder, weil ich halt auch nicht nur diese Armee hier haben wollte und dann, sage ich mal, diese Fläche leer. Das hätte auch komisch ausgesehen. Und deswegen haben wir hier die Barkspeeder drin und auf die Walker musste ich leider verzichten. Ja, das war es im Prinzip zu der Fläche. Auch im Prinzip hier wieder so ein Merkmal von einem typischen Brickfilmer, dass ich hier vorne ein bisschen mehr gebaut habe, als ich gebraucht habe. Also man sieht gar nicht mehr die grüne Platte. Einfach nur damit, wenn ich mal mit der Kamera da stehe und auch einen Schritt nach hinten gehen muss, weil halt eben ich keine Makrolinse habe, dass ich halt eben trotzdem noch genügend Fläche zum Film habe, genauso wie ich auch hier ein bisschen versucht habe, noch zwei Etagen, sage ich mal, höher zu bauen oder zwei Steine höher gebaut habe, einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Schauen wir uns jetzt nochmal die Kulisse im Detail an. Also, ihr seht im Prinzip, hier liegt auch mein iPad als Beleuchtung. Dazu komme ich dann aber auch noch später. Ich habe mir gesagt, ich möchte gerne dieses Design ein bisschen vom Todesstern übernehmen, da ich das einfach cool finde mit diesen Linien. Man hat, sage ich mal, direkt so ein dreidimensionales Gefühl. Wie ich es auch schon oft gesagt habe, ich versuche meine Mocks einfach immer, immer mehr dreidimensionaler zu bauen. Also bei manchen ist das wirklich echt Hut ab. Die schaffen das wirklich, das so zu machen. Bei manchen ist es teilweise sogar schon ein bisschen zu drüber, wie ich finde. Aber bei vielen, die geben sich da echt so viel Mühe, wirklich Hut ab. Also das ist echt Respekt. Das kriege ich leider nicht, immer noch nicht so hin. Aber wie gesagt, ich habe versucht, hier dieses Dreidimensionale reinzubringen. Wir haben natürlich auch hier diesen Kontrast, sage ich mal, mit den dunkelgrauen Steinen. Nicht nur aus Steinmangel, sondern halt auch eben, damit das, ja, damit sich das abhebt. Damit das nicht einfach wirklich alles aussieht, als wäre das aus Light Bluish Gray, als wäre das einfach nur, sage ich mal, so ein Probemodell oder so. Und da habe ich mich dann dafür entschieden. Aber was ich gerade vergessen habe zu zeigen, dass ich ja einmal drumherum so einen dunkelgrauen Rand haben wollte. Der zieht sich hier komplett drüber bis auf die andere Seite. Und das wollte ich zum Beispiel einfach haben als so eine, ja, als so eine Abgrenzung zur Wand, würde ich jetzt sagen. Wenn wir jetzt da nochmal nach hinten jetzt hier reingehen beziehungsweise reinfilmen, dann können wir dann auch den ganzen Rest sehen. Ich habe gesagt, ich möchte da einfach einen Energiekonverter haben als Detail. Das bringt halt einfach ein bisschen Abwechslung rein. Wir sehen, wir haben dort zwei Munitionskisten und ich habe versucht, einfach ein kleines Waffenlager darzustellen. Wie gesagt, mir fehlt dieses dreidimensionale Können, was viele andere haben, aber ich habe mir einfach Mühe gegeben, damit das irgendwie teilweise trotzdem hier reinpasst, weil es ist halt ein Hangar und da passen halt Waffen rein, beziehungsweise da gehören halt auch Waffen hin, wenn die Soldaten hier ohne Waffen stehen. Und da habe ich das zumindest mit diesen dunkelgrauen, mit diesem Muster, diesen Stein, da versucht, sage ich mal, ein bisschen zu differenzieren von der normalen, sage ich mal, Wandfläche, weil ansonsten wäre das halt alles kahl gewesen. Ich wusste von Anfang an, dass ich das hier,
links auf und rechts auf der Seite haben möchte. Und deswegen war von Anfang an die Frage, wie wird denn diese Wand hier aussehen, damit die einfach nicht zu leer ist, habe ich mich dann dafür entschieden. Auf der anderen Seite sieht es ähnlich aus. Hier hatte ich aber tatsächlich nicht mehr genug Teile, um hier noch so einen Energiekonverter dahin zu bauen. Deswegen habe ich einfach gesagt, ich mache da noch eine Munitionskiste oder Granatenkiste oder was auch immer, was da kann sich ja jeder selber denken, was da drin ist, habe ich dann einfach nochmal hinzugefügt bzw. hingebaut. Was ich auch noch sagen muss, wir haben hier als Waffen diese Riffles, die ich sehr gerne mag, die man beispielsweise auf eBay kaufen kann. Habe ich jetzt gerade auch den Namen vergessen, waren das DC-17 oder? Ich weiß es ganz ehrlich nicht, schreibe ich nochmal unten rein. Und als Extra haben wir dann hier noch die Waffen aus dem neuen Set, aus dem 501. Set, mit diesen Verlängerungen, sage ich mal, Verlängerungsstück hier oben drauf. Das wollte ich einfach mit als Gag, wollte ich das mit reinpacken, das passt halt auch einfach mit dazu. Eine Sache, wo ich wirklich sehr stolz drauf bin, ist halt eben dieses Teil, was ihr hier seht. Ähnlich habe ich das gemacht wie auch bei meinem TIE Fighter Hangar damals. Ich habe mir gesagt, ich möchte einfach, wie gesagt, das Ganze dreidimensionaler machen. Aber bei dem TIE Fighter Hangar war das so, dass das ausgesehen hat, als wäre das auf die Wand draufgeklebt worden. Und ich habe mir gesagt, ich möchte das hier in die Wand integriert haben, dass es wirklich aussieht, als wäre das von vornherein schon drinne gewesen. Und da habe ich mir wirklich Mühe gegeben und das ist auch wirklich fast bombenfest befestigt. Und auch dieses Muster habe ich mich, wie auch bei vielen anderen Sachen, wenn ihr das hier unten seht, bei der Waffenhalterung oder auch hier, habe ich mich einfach dran gehalten zu sagen, dass ich gerne möchte, dass das alles aussieht, als wäre das länglich, als wäre da dieser Fokus auf dieses Längliche, dass das alles in die Länge gezogen wirkt und das passt halt auch zu diesem Thema beziehungsweise zu diesem Mock. Und ich muss sagen, dieses Muster beziehungsweise die Idee, das so in die Wand einzulassen, das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Da bin ich wirklich sehr, sehr stolz auf mich. Gehen wir weiter rüber. Ja, zum Beispiel diese Teile, das sind wirklich nur als Details, einfach nur diese graue 1x2er Fliese und dann halt auch eben die Teile darunter, diese Griffe oder was auch immer das darstellen soll. Natürlich hätte ich da noch einen Droidenarm irgendwie hinmachen können oder irgendetwas anderes, aber in dem Moment ist mir nichts eingefallen. Ich habe einfach gesagt, ich lasse das jetzt so, wie es ist. Hauptsache, es wirkt einfach nicht so leer, weil sonst hätte ich einfach nur so eine Steinwand gehabt mit den normalen 1x4er Bricks und das wäre halt schade gewesen. Deswegen wirklich versucht, so viele Details wie möglich. Wir haben auch hier, sage ich mal, von dem Eingang habe ich mich auch hier für dieses Dunkelgrau entschieden, damit sich das ein bisschen unterscheidet zu dem anderen, damit man überhaupt diese dreidimensionalen Flächen erkennt. Genauso wie auch das hier mit diesen länglichen Dingern, wo man Schienen, sage ich mal, reinpacken kann. Da habe ich mich auch dafür entschieden, dass man sagt, okay, es muss ja irgendwie einen Unterschied geben, weil ansonsten wird das alles zu gleichmäßig aussehen. Und auch auf der rechten Seite haben wir natürlich ein Kontrolllämpchen und einen Schalter, damit man halt eben diese Tür im Notfall aufmachen kann oder schließen kann, wie auch immer. Und ähnlich beispielsweise hier auch ein kleines Detail, habe ich mir gedacht, dieses Republik-Logo, man kennt es aus der Schule, aus der Uni, vielleicht auch vom Arbeitsplatz. Meistens, selbst in meinem Zimmer, ist über der Tür irgendetwas. Manchmal ist es eine Uhr, in manchen Bundesländern ist es ein Kreuz oder irgendwas und deswegen habe ich mir gedacht, auch in diesem Raum möchte ich halt irgendwas über diesem Eingang, über dieser Tür haben und da habe ich mich im Prinzip entschieden für dieses Republik-Logo. Wir kennen es alle, das ist aus dem alten Clone Walker Battle Pack, dem 8014. Ja, meiner Meinung nach eins der besten, wenn nicht sogar das beste Battle Pack, was es jemals gab. Und deswegen, das habe ich hier. Natürlich ist ein bisschen schade, wenn ich jetzt hier genau hingucke, da sieht man, dass ich das als Kind ein bisschen schief aufgeklebt habe. Aber es ist nach wie vor ein tolles Symbol und es steht halt eben für die Republik, wie halt auch eben die Klone, die hier davor stehen. Deswegen, das passt wie die Faust aufs Auge. Und wie gesagt, das gibt den Ganzen ein bisschen mehr Detail. Man sieht es wirklich nur im Hintergrund, aber es sind halt eben die Kleinigkeiten, die halt eben den Unterschied dann ausmachen. Kommen wir jetzt zu dem Korridor hier hinten. Und im Nachhinein, als ich das Video geschnitten habe, habe ich mir auch gedacht, es hätte auch genauso gut einen Fahrstuhl darstellen können. Aber Fakt ist, ich wollte einfach dieses Mock realistischer aussehen lassen, wie so eine Filmkulisse. Man sieht, wenn ich jetzt hier das Licht anmache, dass das hinten noch nicht mal vielleicht 10 cm sind und dann kommt direkt eine Wand. Aber durch diese Slopes, die wir da hinten haben, wirkt das Ganze einfach wie so eine, wie so ein Tunnel, wie so ein Durchgang oder wie auch ein Fahrstuhl von mir aus. Das kann ja jeder, sage ich mal, für sich selber entscheiden, was es im Prinzip darstellen soll. Und auch durch diese Linie, die dann weitergezogen wird, ist das ähnlich wie ein roter Faden. Geht es einfach weiter, beziehungsweise ist das dann damit verbunden. Ich wollte halt einfach, dass das so realistisch wie möglich aussieht. Und es ist ja klar, irgendwo in den Hangar muss man hier rein und raus gehen. Irgendwo müssen diese Speeder, sage ich mal, starten. Irgendwo müssen aber auch die Klone herkommen. Und deswegen habe ich gesagt, mache ich halt eben diesen kleinen Eingang. Und dann wirkt das Ganze halt auch wirklich realistischer. Und wenn ich jetzt hier gucke, auch durch diese LED, das ist offiziell
die von Lego, das ist dieses normale Batteriepack, wo diese 6 AAA-Batterien drin sind. Und wir haben 2 LEDs, ganz normal, wie man das halt auch eben kennt. Aber das ist ja im Prinzip, sage ich mal, das Ziel, wirklich versuchen, das Beste aus seinen Möglichkeiten zu machen. Und ich finde, die Leuchtkraft von denen ist auch wirklich, wirklich gut. Es leuchtet zwar nicht so schön diffus bzw. gleichmäßig, aber halt eben, es erfüllt seinen Zweck. Es leuchtet halt eben und es leuchtet das Ganze schön aus. Und das Ding ist halt eben, dass ich mir gesagt habe, wie kriege ich denn die hier perfekt in der Mitte, wie in der Wohnung, sage ich mal, oder in einem Haus. Da ist die Beleuchtung auch in der Decke meistens in der Mitte oder irgendwie symmetrisch. Und ich habe gedacht, ich habe da echt überlegt, wie kriege ich das hin, wie kriege ich das hin, bis ich dann später dieses Gitter gefunden habe. Das ist ja dieses 8x8er Gitter, glaube ich. Und das lag bei mir original rum. Und in dem Moment, wo ich darüber nachgedacht habe, wie ich das machen kann, habe ich das gefunden. Und ich habe es direkt ausprobiert. Die Lampen haben da reingepasst. Und es war für mich dann im Prinzip direkt erledigt. Also wirklich super. Besser hätte es nicht laufen können. Ich habe das noch ein bisschen mit diesen schwarzen Platten abgedeckt, wie ihr das hier sehen könnt. Damit das, sage ich mal, später dann halt auch nicht komplett durchleuchtet. Und im Prinzip dann, wie gesagt, die ganzen Details so gut wie möglich versucht, hier alles zu schließen. Und so ist dann halt eben dieser kleine Korridor entstanden. Und wie gesagt, ich bin stolz auf ihn. Das passt halt einfach in das Ganze hinzu. Ob man den jetzt sieht oder nicht, der ist nur im Hintergrund, aber es ist ein Detail, wenn man dann, sage ich mal, sich die Bilder näher anschaut oder das zweite Mal oder dritte Mal anschaut, wird man es erkennen. Und wie gesagt, wenn ich jetzt mir das Ganze hier so im Vollen anschaue, da muss ich auch wirklich sagen, das gibt dem Ganzen die Tiefe, die ich auch haben wollte. Jetzt habe ich, glaube ich, auch genug gesagt, kommen wir zum letzten Teil, nämlich die Produktion bzw. die Post-Production. Ich habe ja mir die Mühe gegeben beim Fotografieren. Ich habe mir gesagt, ich möchte, wenn ich schon mal eh dabei bin als Jahresabschluss, versuchen, das in so einer besten Qualität wie möglich zu machen. Und ich habe mich entschieden, dass ich das Ganze in 4K produzieren werde. Ähnlich wie ich es damals mit meinem Kashyyyk Trooper Brickclip gemacht habe, den habe ich auch in 4K produziert. Und natürlich Leute, die halt keine Ahnung haben, die sagen, ja klar, 4K produzieren ist ja auch allgegenwärtig und dies und jenes. Und die vergessen sehr, sehr schnell, dass bei der ungefähr vierfachen Auflösung auch viermal so viel Leistung benötigt wird oder eben halt das Ganze viermal so lange ungefähr dauert. Und deswegen, das ist halt nicht so einfach, aber dazu komme ich nochmal gleich. Ich habe mir einfach Mühe gegeben, ich habe Aufnahmen gemacht, wirklich, was das Zeug hält, aus unterschiedlichen Perspektiven. Wie gesagt, diese Perspektive von oben konnte ich leider nicht umsetzen, da ich das mit der Beleuchtung anders gemacht habe. Ich habe aber wirklich versucht, so viele Schwenks und weiß nicht, Bewegungen wie möglich zu machen, beziehungsweise Perspektiven und auch mit der Schärfe gearbeitet, also wirklich alles versucht abzudecken. Die Beleuchtung war nämlich, wie ich es gerade eben euch auch schon gezeigt hatte, ich habe einfach das iPad genommen von meiner Mutter, von mir, habe das jeweils links und rechts hingelegt und dann in die Mitte, es ist wirklich krank, aber es ist halt leider so, weil ich gerade keine andere Möglichkeit habe, habe ich einfach hier in der Mitte mein MacBook gehalten und dann wirklich die Kulisse, sage ich mal, von der Perspektive bzw. die Mitte der Kulisse dann halt eben beleuchtet, also 3 Licht- bzw. Leuchtquellen. Und es ist wirklich krank, also da kann man einfach Softboxen nehmen oder irgendwas, habe ich leider aber immer noch nicht. Und deswegen aber, naja, man muss, wie gesagt, versuchen, mit dem zu arbeiten, was man hat. Und es hat im Endeffekt gut ausgesehen, aber es war mega anstrengend. Also ihr seht es wahrscheinlich nicht, aber das war echt ein Akt, dass das funktioniert hat und ständig die Angst, dass hier dieses Tablet irgendwie runterfällt oder dass das irgendwie umbricht. Aber die Kulisse ist wirklich, wirklich relativ stramm gemacht. Also da sollte eigentlich nichts umfallen und es ist auch nichts umgefallen. Da bin ich auch stolz, dass die Kulisse wirklich so gut geworden ist. Und wie gesagt, ich habe Bilder gemacht, was das Zeug hält. Und wie auch bei der ersten Sequenz, ich weiß nicht, ob euch das gefallen wird oder nicht, aber ich habe bei der ersten Sequenz gesagt, ich möchte auch unbedingt irgendwas mit einem Raucheffekt, irgendwas mit Bewegung haben. Und ich habe leider keine Nebelmaschine oder ähnliches. Ich habe einfach meine alte E-Zigarette genommen und habe dann versucht, so ein bisschen diesen Nebel zu imitieren. Und ich habe es dreimal versucht und der dritte Versuch hat mir am besten gefallen. Den habt ihr dann auch in den Filmen gesehen. Ich wollte einfach, dass das Ganze so ein bisschen so einen mystischen Look hat. Ich weiß nicht, ob das schlussendlich passen wird, ob es euch gefallen wird, aber ich habe mir gedacht, das packe ich mal einfach mit rein, weil das Ganze gibt dann auch wieder so eine Bewegung in das Bild rein und natürlich mit Stop-Motion hätte man das nicht machen können, aber da ich das eh gefilmt habe, hat das in dem Moment einfach nur wirklich perfekt gepasst und deswegen, also für mich war das wirklich eine coole Sache. Jetzt kommen wir zu dem wichtigsten Teil am PC, wie das alles entstanden ist. Wie gesagt, es sind 4K-Aufnahmen gewesen und ich musste halt eben eine lange Zeit warten. Es hat, glaube ich, 1,5 Stunden gedauert, bis ich das in meinem Mac drin hatte und der das durchgerendert hatte. Also wirklich 1,5 Stunden ist für Leute, die sich vielleicht nicht damit auskennen, ist das dann, na und, sagen die dann, ist es halt so, aber tatsächlich so für einen Workflow ist das einfach mega scheiße. Sowas sollte wirklich nicht länger als 10 Minuten dauern, beziehungsweise noch kürzer. Man sollte das eigentlich einpflegen und direkt arbeiten können. Aber 1,5 Stunden zu warten, also dazwischen habe ich eine Folge der Mandalorian gesehen. Deswegen, also das ist wirklich nicht cool und so sollte es definitiv nicht sein. Aber ich habe leider, wie gesagt, nichts anderes gerade zur Verfügung. Und ich wollte es dennoch einmal probieren, in 4K zu machen, weil ich einfach das in so scharf wie möglich produzieren wollte.
Und ich habe mich auch diesmal entschieden, mit meinem MacBook zu arbeiten. Mein PC hat eine bessere Ausstattung, aber das Schnittprogramm ist halt eben der Flaschenhals. Das Schnittprogramm Magix Video Deluxe, womit ich auch meinen letzten Brickfilm gemacht habe, beziehungsweise fast alle meine letzten Videos, sind halt eben ja leider nur 4 GB Arbeitsspeicher, sage ich mal, erlaubt oder zugelassen. Mein PC hat aber das Vierfache und die restlichen kann er leider nicht benutzen. Einfach dadurch, dass es da so eine Sperre gibt und das ist halt eben für mich ein großer Haufen Mist. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, dass ich ab irgendeiner Zeit, ich glaube letztes Jahr oder vorletztes Jahr war das, dass ich fast alle Videos im Prinzip nur noch mit meinem MacBook mache, weil ich das einfach angenehmer finde. Ich kann das überall mitnehmen und ja, die Leistung ist halt einfach super für so ein kleines Gerät. Aber wie gesagt, bei 4K ist das Gerät an seinen Grenzen. Zwei wichtige Sachen möchte ich hier noch sagen. Zu einem ist es die Color Correction. Ich habe leider mit einem falschen Weißabgleich aufgezeichnet. Es ist halt leider so, das war mein Fehler, da konnte ich leider nichts machen. Ich musste zuerst die Aufnahmen korrigieren, also zuerst Color Correction und dann halt eben das Color Grading. Und ich habe mich entschieden, dass ich das Ganze in einem Blauton haben möchte. Ich muss wirklich sagen, Hut ab an Leute, die das beruflich machen, beziehungsweise die es einfach schon verinnerlicht haben, beziehungsweise das können. Dieses mit Farben kolorieren und alles, das ist wirklich ein Buch mit 7 Siegeln für mich. Da muss man wirklich echt viel Zeit investieren, um das zu verstehen. Ich versuche hier einfach irgendwie einen Look zu finden, der mir gefällt, der zu mir passt. Und ich muss sagen, der gefällt mir wirklich sehr gut. Diese militärische Kälte, beziehungsweise dieser Farbton passt halt auch einfach zu der 501. Und Blau ist halt auch nach wie vor meine Lieblingsfarbe, deswegen, das hat auch alles dazu gestimmt. Aber das ist auch alles im Vergleich, sage ich mal, zu meinem, ja, zu meinem alten Clone Army Video von 2014, war das, glaube ich. Da hatte ich auch dieses Lied benutzt, denn ich habe mich dann hier für diesen Order 66 Marsch entschieden. Diese Musik, die spielt in dem Moment, wo, sage ich mal, die 501. mit Anakin den Jedi-Tempel infiltrieren. Und ja, und ich finde, diese Kälte, dieses Bläuliche passt auch wieder dazu, da in dem Film die Szene ja auch abends gemacht wurde und da war auch alles blau. Und deswegen, das passt einfach alles wie die Faust aufs Auge. Und dieser Track hat für mich so eine Kraft, das ist Trauer, Action, alles zusammen in einem. Und deswegen, das hat für mich einfach gepasst, dieses Dunkelblaue, dieses Kalte. Und sag ich mal, trotzdem, ja, sag ich mal, dass das im Prinzip eine Armee ist und dass wir hier Anakin und Ashoka haben und alle. Also, ja, ich denke einerseits an The Clone Wars bei der 501., aber ich denke halt auch eben an Episode 3 und halt auch eben diesen Einmarsch in den Jedi-Tempel. Und deswegen, das hat in dem Moment für mich gepasst und ich hoffe, euch wird es auch gefallen. Das war meine Entscheidung, ich habe mich jetzt so entschieden. Und wir haben in diesem Track, sag ich mal, den Anfang, der relativ stark ist oder gewaltig, sag ich mal. Dann wieder ein bisschen Ruhe in der Mitte und dann später wieder, sag ich mal, gewaltiger, bevor er dann in den nächsten Part kommt. Und deswegen habe ich mich entschieden, dass ich am Anfang erst die Armee zeigen möchte, dann in dieser ruhigen Mitte, sage ich mal, die Details, die Hintergründe und dann wieder, wenn es gewaltiger bzw. kräftiger wieder wird, wieder auf die Armee einzugehen und dann das Ganze dann ausklingen zu lassen. Und dann das Ganze halt eben, sage ich mal, auf den Ton passend geschnitten, die Farbe hat gestimmt und das Bild halt auch 21:9 und danach kam halt eben nur noch der Export und ja, der hat natürlich auch dementsprechend ein bisschen länger gedauert, weil das alles in 4K war. Aber es hat dann schlussendlich alles geklappt. Und jetzt zum Abschluss möchte ich sagen, ich bin stolz darauf, dass ich das Ganze gemacht habe. Ich bin stolz auf dieses Mock, wie das geworden ist, wie das aussieht, dass es stabil ist, dass es im Prinzip auch für mich wieder ja, lehrreich war, dass ich noch mehr dazugelernt habe und auch, dass ich im Prinzip das so umgesetzt habe, wie ich wollte. Wir haben hier im Prinzip diese Clone Army und ich wollte nicht nur diese Clone Army zeigen, ich wollte das im Prinzip als Familie zeigen. Wir haben hier die 501. Klon, die normalen, wir haben hinten diese Jetpack Trooper, aber wir haben auch Captain Rex mit den zwei Klonen, die ich in meiner Armee habe, die halt eben sich als Hommage an Ashoka Tano diese Helme, sag ich mal, gefärbt haben, so wie wir es auch in der 7. Staffel von The Clone Wars gesehen haben. Aber wir haben halt auch natürlich Anakin und Ashoka. Und das ist im Prinzip wie so ein Familienfoto. Ich wollte nicht nur diese Klone in ihrer Brutalität, sage ich mal, zeigen, sondern das Ganze als eine Einheit, als eine Familie. Und das Ganze ist mir gelungen. Ich möchte mir jetzt nicht auf die Schulter klopfen, aber dennoch, ich bin stolz auf das ganze Projekt, wie das hier alles ja, mit dem Beleuchtung funktioniert hat, mit den Details da hinten an der Wand, das mit den Speedern, dass das hier alles so in einer Konstellation irgendwie passt und deswegen, ich bin stolz darauf, ich bin gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Der Film geht heute live, der wird eine Premiere haben, heute ist der 2. Januar, wenn ich das nicht schon gesagt habe und deswegen, also ich bin wirklich gespannt, ich möchte mich auch an dieser Stelle bedanken. Es ist ein wirklich tolles Projekt gewesen, ich bin stolz, dass ich das gemacht habe und ja, ich hoffe, ich habe nichts vergessen, das Video ist eh schon viel zu lang, aber ich wollte einfach wirklich alle meine Gedanken hier reinbringen. Vielleicht werde ich auch nochmal ein separates Mock-Video dazu machen, also wirklich in einem ruhigen Musikton, wo ich einfach auf alle Details eingehe, dass dann nicht
nur eine halbe Minute dauert, sondern halt auch eben 1 oder 2 Minuten. Aber da muss ich halt noch drüber nachdenken, weil eigentlich wäre es auch wieder zu schade, das Mock zu zerstören. Aber es muss ja auch irgendwie weitergehen mit meinem nächsten Film. Das war's für dieses Video und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.